Ja, lang, lang ist's her. Keine Zeit hat er gehabt. Jetzt ist er wieder da. Und jetzt wird auch wieder böse geseit. Oder so. Bäm. Schau mal. Beunruhigt durch die fehlende Kontrolle über die abtrünnigen Dämonen, reiste das ultimative Böse gen Norden in die Pestlande. Dieses Gebiet war ein Heimatort für Untote, die dort seit Äonen ihr Dasein fristeten. Sie würden sich sicher mit Freuden dem ultimativen Bösen anschließen. Würde ich ja wohl meinen, oder? Na, schau doch mal. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nachdem sich die Dämonen offensichtlich dem ultimativen Bösen entzogen hatten, wollte es nun dringendst versuchen, wieder untote Kreaturen unter seine Kontrolle zu bringen. Dazu reiste es in ein Gebiet, das früher als die Pestlande bekannt gewesen war. Einst zierte hier ein riesiger Friedhof das Land und es war ein fröhlicher Ort für Untote. Wenn Untote so etwas wie Fröhlichkeit kennen würden. Heute, 20 Jahre später, hatte die Allianz diesen Ort in die Protzlande verwandelt. Einen unerträglich guten Ort, der zudem aufgrund seiner Vergangenheit schwer bewacht wurde. Zunächst würde sich das ultimative Böse um diese Verteidiger kümmern und den Ort verwüsten müssen, ehe es sich der Untoten bemächtigen konnte. Na, schau mal. Oh, denn hier. Schnuffi, Schnorrer und Schnick. Geile Namen. Ich hab grad irgendwas von Verwüsten gehört. Legen wir los. Was ist denn das bitte? Das war die Arena. Ach, stimmt, die haben beim letzten Mal ja nicht hochgezogen, weil die Mission einfach vorbei war. Ah, das ist eindeutig nicht ausgebaut hier. Echt jetzt? Ah ja. Eine derartig voraus ausgebaute Basis kann eigentlich nur bedeuten, dass mir das Viehzeug hier gleich um die Ohren fliegen wird. Irgendwas zu finden. Hier unten lang geht's kurz weiter. Da ist blockiert. Da ist auch gleich vorbei. Dann gehen wir doch erstmal hier lang. Falls ihr gerade einen Schnitt bemerkt haben solltet, ich wurde angerufen, musste kurz rangehen. So, schauen wir mal. Sagen wir mal, halbe Stunde Zeit hier, um für Feuerkraft zu sorgen. Sollte ich bis dahin oben sein oder sollte ich bis dahin lieber nicht oben sein? Ich kann ja mal spähen oben. Der da hat gerade eh nichts zu tun, gib mir den mal. Schauen wir uns auch oben mal um. Obwohl die Horde sich noch ständigen Angriffen durch die Allianz ausgesetzt sah, zögerte das offensiv ausgerichtete Böse nicht und schickte seine Kreaturen an die Oberfläche. Nein, ich will da bloß gucken, was hier oben los ist. Da ist schon mal das erste Dorf. Wir dürfen halt nichts triggern, einfach nur mal umsehen. Das sind schon die ersten. Nein, 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 nein. Hau ab, hau ab, hau ab. Du hast nichts gesehen. Bleib, wo du bist. Okay, also werde ich wahrscheinlich dann angegriffen. Ich hätte ja auch aufpassen können am Anfang, aber hey, warum sollte man? So, wie sieht's denn hier unten jetzt aus? Habt ihr irgendwas gefunden? Sieht nicht so aus, als gäbe es hier was zu finden.
Kann ich das Bild eigentlich drehen? Ne, sieht nicht so aus. Ne. Kein Bild drehen, also ist auch nicht wichtig. Nein, das gilt jetzt liegen. Da wäre noch Gold. Komme ich von hier aus wieder nicht ran, oder? Doch, kann ich. Gucken wir mal, wohin uns das führt. Ein kleines Krankenhaus. Wenn ich da den Wiederbelebungs-Omat reinsetzen soll, brauche ich mehr Platz. Oh, nee, halt das nicht. Dafür, dass die Schatzkammer nicht mal ansatzweise voll ist, seid ihr hier ganz schön lahmarschig unterwegs. Na, zu weit. Rein, das läuft. Wie sieht's denn? Werde ich noch nicht viel haben, wa? Türen, Holztüren gerade mal. Sonst aber auch nichts. Forschungsabteilung, zu mir! Die Anwesenheit des ultimativen Bösen hatte sich unter den Anhängern der Allianz herumgesprochen. Es musste sich alsbald darauf einstellen, dass diese seine Anwesenheit nicht dulden würden. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Und da ist auch ein Eingang. Oh je. Fast was jedes Mal darauf reinfallen. Das ging schnell. So gefällt mir das. Ach, die sammeln sich Geld vom Boden auf? Echt jetzt? Oder was habt ihr vor? Tatsächlich. Oh, nicht schlecht. Sind meine Kollegen überfordert oder was dauert hier so lange? Bereits, ist alles da, jawohl. Bereits erforscht. Alles schon erforscht hier, was soll ich da noch machen? Alles schon gemacht hier. Mach das mal. Und die Bombe ist auch schon wieder scharf. Nietzsche, Nietzsche. Das ist ein kleiner Stützpunkt, den kann man dann nachher mal kurz ausräuchern. Okay, hier muss man wohl mal ein bisschen Prioritäten verteilen, so wie es aussieht. Hier wieder ein Schnitt, ich wurde ja schon wieder angerufen. Muss irgendwie mal mein Handy wegschmeißen oder so. Das war an meinem freien Tag, meinem unverdienten. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Ja. Geht jetzt hier mal weit vorwärts, das dauert alles viel zu lange. Ah, hier ist hier viel Gold. Ich glaube, das ist am effektivsten, wenn man das einfach gleich so macht. Was willst du von mir?
einfach da. Hau einfach weg. Ich baue das dann einfach wieder aus, wenn es fertig ist. Ja, wobei, es muss ja nicht weg. Das muss nicht weg. Das muss nicht weg. Das reicht erstmal so. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Yes. Schon wieder. Grenzt ja schon fast ans langweilig werden. Thea-Grube unten in Mine. War nicht schlecht. Ah, okay, halt dann mal auf damit. Kümmert euch erstmal um das Große. Das ist ja unerträglich. Spaß. Erledigt. Zehn Friedhöfe gibt irgendwas, wo man die Jungs mal verballern kann. Was muss ich denn da jetzt? Honuswert, diese. Ist schon. Ach, das ist schon drauf. So, gib mir doch die zwei hier mal. Schmeiß die doch mal da rein. Oder wie trainieren die dann? Ist das einer, der da bloß trainieren kann? Achso. Ah ja. Naja, wenn sie trainieren können dadurch, dann ist das sehr gut. Sicherheitshalber. Dann sind die Jungs da auch langsam mal so weit sein, dass man hier was aufleveln kann. Naja, okay, gut, das ist jetzt. Goldkisten mal vergrößern, dass die mehr. Dass sie nicht immer alles liegen lassen. Naja, billig sind die Kollegen auch nicht, ne? Ich hab sogar so einen Typen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Du tust mal trainieren. Oder ist das das schon? Ja, dann hätte er sich ja zu einer stärkeren Kreatur entwickelt oder was? Okay. Auch nicht schlecht. Kann man die Basisviecher zu den Steckeren aufleveln lassen. Aha, das ist cool. Jetzt kann ich natürlich nicht sehen, auf welchem Level er ist, oder? Das ist ja das. Du derjenige sein, der hier
Die oben schon fertig? Ja, sehr schön. Beschäftigt. Na? Wieso geht das nicht? Das probieren wir jetzt mal aus. Stecken wir sie alle einfach mal da rein, dann gucken wir, was sie sich entwickeln. Oh, was ist das? Das sieht doch schon wesentlich wertvoller aus. Na? Nee, zeig mir bloß das an. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Na, ein bisschen tricksen beim Ausbau hier. Und dann gucken wir doch mal, wie lange das hält. Müssen wir ein bisschen Kohle boosten. Jetzt soll ich untätig rumlümmeln, ihr sollt Räume verstärken. Gar nicht schlecht. Dann kommst jetzt du hier. Ach, sind immer noch Gegner. Jetzt. Kann man die leveln? Nicht wirklich, oder? Wir sind immer noch dabei, Mauern hochzuziehen. Und hier ist niemand. Coole Sache. Zahltag. Ach, ihr wieder um Scheiß Zahltag, Leute. So schnell wie das immer geht, kann das doch gar nicht sein. Feinde sind in den Dungeon Mädels, jetzt mal echt. Ich dachte, die monströse Großoffensive kommt erst in 10 Jahren oder so. Eurer Aussage nach. Egal, die Reichen sollen die Goblins erstmal trainieren. Und bauen vor allem. Kämpfen eh nicht, solange sie keine Roboter sind. Oh.
sterben hier. Oh, hier steckt aber viel ein. Muss langsam anfangen, Türen zu setzen. Oh, die produzieren jetzt hier mal Geld und dann machen wir das erstmal. Na Leute, alles klar bei euch? Wir werden doch nicht die Goblins brauchen, oder? Sie kämpfen doch nicht. Da geht was. Sind wir unbeschäftigt? Die sind unbeschäftigt. Dann macht ihr das. Dann macht das nicht. Kümmert euch schnell darum, dass das erledigt ist. Ah, der eine ist fertig. Was ist denn hier? Sagen ich immer, aua, was ist los mit euch? Prügelt euren Arbeiter, der soll arbeiten und nicht irgendjemanden verprügeln. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ach. Gibt genug zu tun, Jungs. Feinde sind in den Leute, was macht ihr? Ja, schon gut an hier. Wirklich, ihr verliert gegen dieses Kleinvieh da jetzt Einheiten. Goblins dann auch helfen oder was? Wo soll das denn hinführen? Es sind Feinde in eurem Dungeon. Echt jetzt? Schwierigkeitsgrad sieht jetzt schon an hier, ne? Ein Gegner. Ich habe einfach mal alles gegen ein. Es ist Zahltag. Na, den vielleicht nicht.
Oh, was wollt ihr jetzt? Es ist genug Geld da. Ihr braucht euch bloß holen, Jungs. Heilung ist auch da. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Das ist schon die Großoffensive dann werden soll. Was kommt da noch? Die werden das nie fertig kriegen. Das geht wieder nicht. Ei, mei, mei. Ich muss die dritte Heilerin noch machen. Echt jetzt? Das ist jetzt wieder gestorben. Oh. jedes Mal. Gerade rechtzeitig oder doch immerhin besser spät als nie traf eine Monsterhorde aus dem Süden als Verstärkung ein. Diese hatte vermutlich einen kurzen Halt in ihrem Lieblingspub, dem Winchester, gemacht, der von zwei Brüdern geführt wurde. Aber wie auch immer, diese Truppen kamen, um zu helfen. Wie oft wollen sie diesen Gag noch bringen? Die Böse hatte sicherlich Verwendung für sie. Logisch, yeah. Wie komme ich da ran? Wo gehe ich da lang mit den Jungs? Oh, warte mal, habe ich nicht den Rückzug? Jawohl, muss ich bloß abwarten, bis ich Mana habe, sonst ich riskiere jetzt nicht, mit den Jungs da irgendwo reinzulaufen. Oder haben die eine Heilerin mit? Königin, ja doch. Na, gucken wir mal, wenn sie eine Heilerin mit haben. Sollen sie ein bisschen leveln. Oh, die Steinwerfer, die sind heftig, ja. Basis. Was soll das eigentlich bedeuten? Und dann wäre dieser eine Stützpunkt. Ja, irgendwie in die Luft. Ist vielleicht besser für uns alle. Im Süden lag ein kleines Militärlager der Allianz, das den Zugang zu den Protzlanden bewachte. Ein Angriff aus dem Inneren würde sie sicherlich überraschen. Das ist auf einmal Protzlande. Sieht es vorhin aber noch anders. Oder ist es der neue Name? Ich hab's gar nicht aufgepasst. Gleich soweit. Es gab nur wenig, was sich der wilden Horde des ultimativen Bösen entgegenstellen konnte. Das Militärlager der Allianz im Süden gehörte offensichtlich nicht dazu. Es war schneller von der Oberfläche getilgt als ein Gehirn inmitten einer Horde Zombies. Subtil. Subtil. Jetzt endlich mal diese Tür fertig gebaut. Ist ja nice. Ich hatte die Hoffnung ja schon aufgegeben. Jetzt sollen sie Kisten produzieren und zwar Vollgas, damit ich das machen kann. Ja, Geld fließt, wenn man die richtigen Goldadern hat. Nein! Bauen, Jungs. Ach, da sind ja auch noch welche. Gucken wir doch mal, wie viele Orks wir hier haben. Mädchen.
stell dich doch nicht so blöd an. Oh, Autosave. Stimmt ja, das gab's ja auch noch. Dann kommt die nächste Welle. Weil Gründe. Passiert aber auch nicht viel, Jungs. Ja, du brichst die Aufgabe an der Tür ab, um was zu tun? Naja, alles klar. Allianz mit ihrer plumpen Welle-für-Welle-Taktik mehrfach gescheitert war, entschloss man sich letztlich dazu, das ultimative Böse mit einer einzigen riesigen Angriffswelle zu überrollen. Natürlich würden sie scheitern, doch es würde eng werden. Sehr eng. Soll das gerade wieder so ein subtiler Hinweis sein, oder? Gebäude. Ach, muss ich auch noch bauen, das habe ich jetzt nicht gemacht. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ach was. Scheißende Arschgeige. Oh, scheißt euch halt beide ein, zieht Leine. Aus dem Buch Pestlande bis zum Morgengrauen. Die Untoten in diesen Landen waren ein unheimlicher Haufen. Ihnen fehlte jeder Glitzer und Glamour, wie man es mittlerweile von Untoten im Allgemeinen und Vampiren im Speziellen gewohnt hat. Ich würde wirklich nach einer Teenie-Liebesgeschichte suchen. Sehr gut. Schön Diss verteilen. Die sind schon dabei. Das lohnt man sich dann doch, wenn man das vergeblich tut. Nein, du sollst sie nicht anwählen, du sollst sie wegbrutzeln. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ach was. Danke für diese Klugscheißer-Info. Goblins sterben halt am laufenden Band, ne? Weil sie nichts können. Euer Thronsaal wird angegriffen. Der Thronsaal wird angegriffen. Ja, es wird wirklich eng.
Die letzten Angreifer der Allianz waren besiegt und damit die Armee zurückgeschlagen. Naja. Vorerst. Nun war es an der Zeit, selbst in den Angriff überzugehen und die Porzlande endlich wieder ihrer Bestimmung zuzuführen. Zu vergammeln? Du musst trainieren. Immer noch. Zahltag. Das könnt ihr am besten, wa? Also nicht erkennen kann, wie weit sie sind. Nur so, jetzt kommen sie wieder die Guild zu holen. Diese Mission könnte einiges länger werden wie sonst. Sind sogar schon zwei Schwere dabei. So hart trainiert oder es was? Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, lass die Türen das machen. Wir sind eine Weile beschäftigt. Die sollen jetzt erstmal schön fett hier trainieren. Trainieren soll ich produzieren. Hier Türen, haben sie mal gesagt, sollen Effektivität steigern. Ihr sollt eigentlich Mauern verbessern, habe ich mal gehört. Dass die Räume effektiver sind. War das nicht hier irgendwo? Oder ist das schon gemacht? Erkennt man halt auch wieder nicht. Stanley machte sich Gedanken darüber, ob er nicht besser zu seinem Arbeitsplatz zurückkehren sollte. Oh, Entschuldigung. Ich bin im falschen Skript. Ah. Stirbt doch nicht immer so oft. Das gibt's doch nicht. Da wurde noch nicht verbessert, sieht man ja. Deutlich. Na, Kinders, wie sieht's aus? Oh. Ah, die Imps sind jetzt gut beschäftigt, ne? Vergiss das Geld dabei aber nicht. Na, wie lange willst du noch trainieren? Das gibt's doch nicht. Die nächste Schwachkopfbande kommt. Hör mir mal die Truppenstärke. Cool, dass sie die Kiste immer da hinstellen und dann ignorieren. Ihr sollt nicht irgendjemanden verprügeln. Ihr sollt bauen! Das gibt's doch nicht!
Mal, müssen die nicht arbeiten oder was? Es sind Feinde in eurem Dungeon. Es fängt an langweilig zu werden, Jungs. Sie so schwer verletzt. Aber sie ist gerade aufgelevelt im Kampf, scheinbar. Ne, doch nicht. Ah, das war die andere. Kenners. Lediglich 20 Jahre lagen zwischen den tödlichen Pestlanden und den angenehm guten Protzlanden. Es war erstaunlich, was man mit ein bisschen Farbe alles hinkriegen konnte. Du sollst nicht. Ne, egal. Scheinbar muss das Kreaturenlevel 5 überschreiten, damit sie sich aufleveln. Das hier richtig vernehme. Ja, dann trainier, dass da was vorwärts geht, Mädel. Ihr lauft einfach mal, wie ihr es für richtig haltet. Na, wir haben es langsam mal geschafft, gut. Es ist Zahltag. Ihr immer mit eurem Zahltag. Könnt ihr auch was anderes? Noch nichts geleistet und dann schon Arbeit und dann schon Geld wollen, naja. Das was gefällt, wenn du verpasst. Die dann schneller? Ja, tatsächlich. Ups. So, hier war ja irgendwas mit schnellerem Arbeiten. Besserem. Cool. So, fehlt da ein Platz? Ne, ist nicht genau. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Einer. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Was arbeiten die eigentlich, dass sie da das Arbeitslevel erhöhen? Ah, es gab ein Level up. Nice. Ja, die nächste Truppe kommt. Die rühren sich vor dieser Tür irgendwie nicht. Stattdessen. Ach, die haben einen blöden kleinen Pimmler dabei. Geht ja immer noch. Oh, du musst jetzt mitkämpfen, das geht nicht anders. Einst waren die Pestlande ein Dorado für Untote gewesen, aber nach dem Fall des ultimativen Bösen wurde der Ort von einer Gruppe, die als der Karmesin-Rote Kreuzzug bekannt war, besetzt und in die Protzlande verwandelt. Das Ganze wurde sogar verfilmt. Sehr traurige Geschichte mit dem Namen Das Unleben ist schön. Ah! Hab ich so auch noch nie gehört. Niemand verloren, schaff ihn da rein, lass ihn heilen. Du level endlich mal auf, wie viel willst du denn noch machen? Ach, die forschen hier noch. Ach, die Mädels sind nicht da, deshalb. Hinein dort! Und Vollgas! Ah ja.
Dann baut jetzt dieses Ding ab. Los, Vollgas. Schon wieder nichts zu tun hier, die Herrschaft. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Kinder, das wird jetzt nicht langsam langweilig. Oh, Verzeihung. War keine Absicht. Der Heiler gerade seine Truppen im Stich gelassen, um Türen zu öffnen. Auch nicht schlecht. Damals, in den seligen Glanzzeiten der Pestlande, herrschte hier heimelige Einigkeit. Ich will jetzt noch erzählen. Es gab keine Konflikte, denn Untote führen keine Kriege untereinander. Es gab keine Notleidenden, denn Untote leiden nun mal nicht. Alles in allem ein Utopia. Nicht schlecht. Wenn man tot ist. Klingt logisch. Oh wei, oh wei, oh wei. So, was gibt denn die Gebäudeforschung jetzt her? Wobei, haben wir doch alles, oder? Ja. Den irgendwo Platz für. Das mal komplett rausnehmen. Das mal komplett rausnehmen. Das nicht. Und das schließen. Dabei schließt das und das nicht. Diesen Raumschnitte wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Hopp. Oh, scheiße. Ups. Keiner gemerkt. Niemand ist hier pleite. Ah, na, endlich haben sie es geschafft. Nee, das liegt nicht an dem Level. Ist das doch was anderes? Ich dachte, das wäre das Kreaturenlevel, aber scheinbar auch nicht.
Wusstet ihr übrigens, dass im ersten Teil von Dungeons eine gewisse Calypso, nicht zu verwechseln mit dem großartigen Publisher Calypso oder mit der Musikrichtung, mitgespielt hat? Nicht? Nun, ich wollte euch mit dieser Trivialität nur in Erstaunen versetzen. Ihr solltet euch jetzt wieder dem Spiel widmen. Ja, ja. Total. Hier ist ja gar keiner mehr. Dann können wir die nächsten holen. Die kann man ja nicht verbessern. Schade eigentlich. Und der Malok ist in der nächsten. Hey, 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 wie geht ihr mit fremdem Eigentum um? Das ja auch gleich haben. Das Fallensitzen dauert schon echt lange bei euch, Kinder. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Leute! Ach ja, zurück zu den Pestlanden. Hier führten manchmal Untote auch gerne großartige Tänze auf. Richtige Thriller sozusagen. Aber diese Zeiten waren vorbei, seit die Trotzlande existierten. Wenn die Metaphern irgendwann ausgehen? Ja, ein bisschen weit zum Sold holen, ich weiß schon. Aber geht jetzt nicht anders. Ich habe die Gold da nicht hingesetzt. Sag mal. Zahltag. Ach Gott. Wir hatten doch eben erst Zahltag.
noch nicht. Sonst die nicht gerade in Schnee. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ich muss langsam mal was gegen diese Angriffsfrequenz unternehmen. Das fängt ja an, langweilig zu werden. Oh, nicht ausrücken, gell? Nicht ausrücken. Kämpfen. Oh, Mädels, echt jetzt? Rein da. Rein. Bedankt euch bei den Helden, dass ihr so oft angegriffen werdet. Ein Raum voller Ratten wurde angegraben. Echt jetzt? Übrigens wurde bei den Entwicklern von Dungeons 2 nicht eingebrochen und der Quellcode geklaut. Es wurde auch nicht auf zwei Spieler aufgeteilt. Die Entwickler haben nicht einmal im Social-Media-Bereich wahllos Leute beleidigt oder mit Journalisten geschlafen. Alles in allem war die Entwicklung sehr ruhig. Eine gähnend langweilige Geschichte. Warum wurde das überhaupt als Dialog hier eingebaut? Ich weiß es nicht. Was soll der Zwerg sich mit den Türen rumärgern? Ach, haben wir schon. Die Leistung will ich gern steigern, Jungs. Ach. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Diesmal gleich gruppenweise. Unten kommen nie welche. War das so das Lager, das wir hochgenommen haben? Na, wie lange willst du noch brauchen? So. Das war der da unten. Wenn wir jetzt also... Die hier nerven mich am meisten. Kam jetzt erst, dann gehen wir da raus. Oh,
schon wieder gespeichert. Das heißt, nichts Gutes. Zahltag. Das heißt, dass das alles schon sehr lange dauert. Das heißt, wir müssen uns mal beeilen hier. Die nächste Riesengruppe Arschgeigen. Oh Mann, Leute. Na gut, ich habe die Zauberfähigkeit noch aktiv. So ist ja nicht. Das gefällt mir aber auch nicht so. Greifen. Auch nicht schlecht. Die greifen, weil angreifen. Die Schnauze. Ja, so schnell geht's. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Wo? Im Osten der Mordslande lag ein kleines Lager der Allianz, das sich um die Agrikultur der Umgebung kümmerte. Dies würde ihnen gegen einige wild gewordene Orks wenig nützen. Schnell, die Truppe ist groß. Da das dann noch. Der Posten der Allianz im Osten konnte der Horde nichts entgegensetzen. Ein weiterer Teil der Protzlande fiel und machte Platz für einige wunderschöne Gräber, aus denen sich alsbald frische Untote erheben würden. Naja. Wenn du das sagst. Ausbau ist das da schnell noch. Ich sag mal bei der Mana, dass die ein bisschen mehr noch mehr leveln und alles. Oh, kann ich keine Tür hinsetzen. Das ist nicht gut. Es sind Feinde in eurem Dungeon. In derselben Richtung? Okay. Langsam wäre der lästig, Mädels. War ja auch schon im Anflug. Wie sieht's denn hier unten aus? Ist das endlich mal vollbracht? Immer noch nicht. Ah, ich habe immer noch so viel in der Hand. Gib mal ein bisschen Gas, Junge! Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Noch immer aus derselben Richtung, was? Das ist aber ungewöhnlich. Oder habe ich da oben jetzt wirklich den Angriff abgeschnitten? Ich habe ein kleines Lager, das will doch nicht gleich den Angriff stoppen, oder? Dafür, dass ihr für die Heilung zuständig seid, seid ihr ganz schön schwach unterwegs. Schlagkraft verbessert sich mittlerweile deutlich. Ja, nichts zu tun hier. Wo habe ich denn jetzt eigentlich diese Schmiede hingebaut? Ach, hier wollte ich sie hinbauen. Und noch nicht so wirklich passiert.
Wer muss hier drin eigentlich arbeiten? Welche Kreatur muss denn rein? Trolle. Noch nie Trolle arbeiten sehen. Kann sogar die kleinen Viecher verbessern. Hier wird nur gearbeitet, wenn auch wirklich was gebraucht wird. Es ist Zahltag. Dann kann ich aber auch eins zurücksetzen. Ich krieg das Geld wenigstens wieder. Ja, das meiste Geld gibt's hier oben. Das hat schon als Eroberung gezählt? Das kleine Ding? Okay. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Verzeihung! Entschuldigung! 100%. Es sind Feinde in eurem Dungeon! Wo sind die jetzt hergekommen, wenn es angeblich hier oben keine Stadt mehr gibt? Na, siehst du, das schon. Dann müssten wir hier mehr Mana produzieren, das ist ja. Nie genug. Oh, der ist immer noch dabei. Die abgeworfen werden, ey. Bunk. Ist der verpackt oder was? Scheinbar, oder? Er hängt zumindest fest. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Boah, das Ding ist gut. Das gefällt mir. Was ist jetzt dein Problem, kleiner Mann? Wobei man B langsam aufpassen muss, wobei der ordentlich viel rumsteht. Also bei dem Feinde sind in den Dungeon eingedrungen.
spüren. Sind die Dinger jetzt verbuggt oder was? Was willst denn du jetzt von mir? Irgendwie hängen die jetzt alle fest, was ist da los? Ist das ein Anzeigefehler in meinem Spiel, oder? Warum bewegen sich die Kreaturen nicht mehr richtig? Müssen wir haben ein Auge drauf. Weißt du. Mal sicherheitshalber ein bisschen ausbauen. Vermehren. Oh, Digga, was ist denn mit dir los? Okay, spinnt eindeutig was. Es bewegt sich zum Teil nichts mehr. Es ist Zahltag. Okay, an dieser Stelle werden wir mal kurz speichern. Und das Ding neu starten. Mir hängt sich das Ding gleich auf, sonst. Hauptmenü. Ja. Ich werde hier einen Schnitt setzen, keine Angst. So, dann schauen wir mal, was jetzt besser weiterläuft. Na. Also. Oder auch nicht. Was? Genau. Diese Arschtrappe wieder im Anflug. Wo ist eigentlich? Da ist wieder keiner drin, wie immer halt, ne? So. Nicht alle am Arbeiten hier, wir werden dann nämlich gleich mal großräumig. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, ja. Wieder mal. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Oh. Das werden wir gleich erledigt haben. Ah, sie haben eh wieder einen Knacker dabei. Er ist jetzt wieder tot.
Und doch gerade jemand ist tot. Sie ist ja in der Zerrissuchung da. Ich glaube, ich werde mich an die Übersicht die gewöhnen. Da. Heil die mal, das müsste doch. Müsste das doch können, ja, genau. Geht das schon viel schneller. So, du kommst jetzt hier rein und trainierst, dass du mal ein bisschen mehr Feuerkraft auf die Rippen kriegst. Das ist halt lästig, da kommt schon der nächste Idiotentrupp angeflogen. Das ist natürlich nicht dann so easy. Forscht hier jetzt eigentlich auch mal jemand oder wird hier nur rumgelazied? Unglaublich. Naja. Alle nur am Sauf. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ach, ihr Kinder. Ich muss jetzt auch mal mitkommen. Kriegen sonst nie Kampferfahrung. Okay, keine trainiert, dann halt nicht. So, da ich jetzt die Schnauze voll hab. Ist das der schon? Sieht man jetzt nicht. Machen wir jetzt Error hier. Terror! Schau mal, was vorwärts geht. Erhöhung, da ist doch bestimmt irgendwas drauf. Die Stadt ist es aber nicht, die ist weiter oben. Schauen wir mal. Ah ja. Es ist Zahltag. Das Gebiet nicht übernommen. Ich hab's doch kaputt gemacht. Hä, hey, was sind die jetzt hier nach da sind? Na na, also, geht doch. Schon wieder so ein Idiotentrupp. Kommt, auf geht's! Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, entspann dich.
Das haben wir gleich. Überraschung! Nee, hab ich noch nicht. Ach, das dauert ganz schön lange in diesem Spiel. Arm, arm. Alter, allein schon Hipsterhausen ist ein Grund, die Bude abzufackeln. Jetzt auf geht's. Halt, gehen wir lang da lang. Schlendungstor habe ich ja nicht. Da gibt's noch was. Naja. In der Mitte der Protzlande, an einer Straßenkreuzung gelegen, lag das befestigte Dorf Hasenfeld. Auch von hier aus schickte die Allianz immer wieder kleine Angriffstruppen gegen den Dungeon. Das werden wir gleich ändern. Oh, haut mal die Artillerie weg, das ist nicht so gut. Kann ich hier nichts machen wegen Gebiet. Stört mal schnell den Turm, der richtet mir so viel Schaden an. Ah, Mist. Das ist gar nicht gut. Ah, die Standardtruppen halten nicht, nicht so viel aus. Stell da rüber. Nur der eine? Da oder da lang? Na, da lang. Feindliche. Ach, scheiße, was sind das hier? Ach, Zentauren. Ich hab Zentriaden gedacht. Naja, gut, mein. Hab ich den. Ne, ich hab den Hund noch nicht. Ja, so eine Arschlochtruppe. Feinde sind in den Dungeon. Ja, ja. Einer. Ah ja, die blanke Anwesenheit schon ausreicht. Im Norden wurden die Pestlande oder auch Protzlande von einer unüberwindbaren Mauer aus massivem Eis begrenzt. Niemand wusste, was in diesen unzivilisierten Gebieten im Norden lag. Es gab nur Gerüchte von schrecklichen Monstern und dergleichen. Irgendwann würde das ultimative Böse dort sicher gern mal einen Urlaub verleben. Ja, genau. Urlaub vor allem. Na los, ihr kleinen Pisser, Bewegung. Ihr könnt das, ich weiß es. Zahltag. Naja, kostet mich nur Geld. Das könnt ihr immer noch am besten.
Wenn der Trupp da gerade am Abhauen ist, lassen wir ihn abhauen und ich greife fix an und zerstöre die Stadt. Ha! Im Nordwesten der Protzlande lag deren Hauptstadt, Hipsterhausen. Klingt nach der Hölle. Name, aber sowas kann man sich ja bekanntlich nicht aussuchen. Klingt auf jeden Fall nach der Hölle. Trotz seines lächerlichen Namens war Hipsterhausen schwer bewacht und würde sich mit allen verfügbaren Mitteln eines Angriffs erwehren. Ja, die Horde würde hier einiges aufbieten müssen, um die Stadt den Pässen wieder einzugemeinden. Den da zuerst. Jetzt den da. Den da. Immer schön konzentrieren den Angriff. Jetzt den. Jetzt den. Den und damit ist die Sache schon gelaufen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, ich weiß, halt die Klappe. Gabeln vor allem. Sehr mittelalterlich. Es sind schon viele. Die Fallen werden erstmal schnell das Nötigste tun. Ich muss nur ein Auge drauf haben, dass die mir nicht sterben. Aber der Zauberer ist lästig. Zerstört die Burg zuerst. Ah, scheiße, nein, hau den Zauberer weg. Blöde Idee. Ah, ging ja noch. Ja, okay, jetzt schnell die Burg. Schnell, 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 schnell. Der Schuppen nämlich down. Naja, oder auch nicht. Jungs? Noch irgendwas? Ich sehe hier kein Spawn-Gebäude mehr. Ach, Türme oder was? Ja, dann mach kaputt. Irgendwas stirbt ja sehr energisch in meinem Dungeon. Das gefällt mir irgendwie nicht. Beeilt euch bitte. Es war vollbracht. Also. Die Protzlande waren Geschichte. Schnell. Ein Hoch auf die Pestlande. Schon bald würden sich hier Untote erheben. Skelette, Zombies, weiße Wanderer. Gut, letzteres vielleicht nicht unbedingt. Und tatsächlich erhoben sie sich. Gut, es waren weniger als das verwunderte Böse gedacht hat. Hallo? Immerhin. Es griff mit seinen mentalen Fähigkeiten nach ihnen, um sich ihrer zu bemächtigen und sie in seinen Bann zu ziehen. Doch es gelang ihm nicht. Eine andere Macht hat bereits von ihnen Besitz ergriffen. Aus einer Krypta im Osten erhob sich eine riesige Gestalt. Sie fing an, in Richtung des ultimativen Bösen zu sprechen. Ihr habt hier keine Macht. Nur der König von Gondor. Ich meine, das ultimative Böse vermag mir Befehle zu erteilen. Es wird Zeit für euch zu sterben. Leben wir. Ja. Dies kam unerwartet. Kann schon mal passieren. Das ultimative Böse. Offenbar gab es jemanden, der ihm seinen Titel streitig machen wollte. Darüber musste man sich später Gedanken machen. Na, wo ist es denn? Galt es, auf diese Bedrohung zu reagieren. Da steht einer. Die Untoten wollten offensichtlich die Horde bekämpfen. Die Vermutung lag nahe, dass sich derjenige, der die Untoten kontrollierte, irgendwo in dem unheiligen Bereich der Pestlande aufhielt. Das ultimative Böse würde dorthin seine Truppen entsenden müssen, um dieser Bedrohung zu begegnen. Dann begegnen wir mal. Wir müssen nur... Oh! Kann ich hier noch was machen? Ich habe ja eigentlich alles, gell? Da geht noch was. Sieht er jetzt noch was oder nicht? Ei.
überhaupt Mana habe. Die sollen forschen. Das läuft immer noch. Eieieiei. Die sind fröhlich am Ackern, das passt. Sonst habe ich ja fast nichts mehr, gell? Hier noch ein bisschen Kleinscheiß. Zahltag. Schon wieder. Hier auch mal was? Da sind alle ganz schnell, was das angeht. Gehe ich hier am besten lange, am schnellsten darauf zu kommen. Das hier dann obenrum abkürzen. Vor allem, wer verletzt die da eigentlich? Halt, falsch. Hier muss ich hin. Nee, kann's. Damit halten wir uns jetzt nicht auf. Da ich wieder in so einen blöden Dungeon muss, werde ich die mal alle mitnehmen hier. Bestimmt wieder Fallen drin, die mir dann tierisch auf die Nerven gehen. Das ist noch so grün, das geht gar nicht. Ah, schon besser. Und das ist wieder dich. Wie kann man nur so unmotiviert sterben? Bewegen sich nicht auf mich zu. Na, war schon gut Damage dabei hier. Ja, das hilft mir jetzt nicht viel. Oh, gehen wir da lang. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Da greifen, ey. Es geht ab. Ja, doch, ist richtig. Wieder einmal trat diese eigenartige Gestalt in Erscheinung, wie sie es bereits einige Male zuvor getan hatte. Die Kreaturen des unsäglichen Bösen hielten verwirrt inne, unschlüssig, was zu tun sei. Du Narr! Ich hatte dich vor dem Bruderkrieg gewarnt. Dies wird Folgen haben. Mit diesen Worten verschwand wieder einmal die mysteriöse Figur. Hatte wohl schlecht gefrühstückt. Wie auch immer, dort in der Krypta wartete ein Skelettkönig darauf, von der Horde vermöbelt zu werden. Ihr solltet ihn nicht länger warten lassen. Na gut, Schaden, wenn sie mal angreifen muss, kann ich schaden. Kann nicht schaden. Ja, ich bin ja schon still.
Zerstören kann ich die Fallen aber nicht. Ist ein bisschen doof. Wäre irgendwie besser, wenn das ginge. Jetzt habe ich keine Map von dem Ding, jetzt kann ich nicht einschätzen, wo ich lang muss. Ich sag mal da lang. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, die kommen nicht, weil es sind nur die Untoten. Die stecken jetzt auch nicht so viel ein. Ach, da ist er ja schon. Oder? Ist das der? Dies sind die Ruhestätten der Toten. Lebende haben hier nichts verloren. Stellt euch meiner Klinge. Frostgarn ist hungrig. Es war offensichtlich, dass man hier nicht verhandeln konnte. Deshalb entschied sich das schlagkräftige Böse zu einer allseits bewährten Taktik, um Probleme zu lösen. Draufschlagen, bis sich niemand mehr rührt. Group up and hit it till it dies. Die beste Taktik, die man machen kann. Oh je, wenn das pro Runde wirklich so lange dauert, könnte das ein sehr langer Kampf werden. Ist Zahltag. Ja, ja. Kleiner Wild vielleicht. Oh, nicht schlecht. Wer will noch fleißig auf, während sie auf ihn einprügeln? Folgt ihn einfach. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Groß. Ach, Frostgarn nicht auch jemand anders? Ich weiß nicht, irgendwie habe ich da was in Erinnerung. War das Frostmorn? Das war was hasse ich, es ist ja immun. Wenn der da rumläuft. Und dann ist das plötzlich nicht mehr. Was, das ist auch immer so eine Logik in Videospielen. Gute Nacht, Idiot. Der Skelett-General konnte den Kreaturen des unsagbaren Bösen nicht standhalten und zerfiel unter ihren mächtigen Schlägen zu Staub wie ein Vampir an einem Frühlingsmorgen. Also ein richtiger Vampir. Keiner von diesen Zwiebeln. Aber wir wollen nicht abschweifen. Die Untoten schienen sich davon jedoch nicht beeindrucken zu lassen und entzogen sich nach wie vor der Kontrolle des ultimativen Bösen. Irgendetwas dort draußen verhinderte seinen Zugriff. Dennoch waren sie ohne ihren Anführer keine Bedrohung für die Horde und stapften unkontrolliert sinnlos umher. Für das ultimative Böse waren sie in diesem Zustand natürlich nicht zu gebrauchen. Und so zog es weiter gen Königsschlund, um doch die restlichen Helden der Allianz aufzureiben. Oh, ging jetzt noch mal schnell, als ich dachte. Ich hatte schon Angst, es dauert jetzt 2 Stunden oder so. Ah, wahrscheinlich hat es auch 2 Stunden gedauert. Na gut, dann bis zum nächsten Mal.